zunächst mal herzlichen Glückwunsch an solch tolle Leistungen. Da kann man nur gratulieren. Und auf den Weg möchte ich den jungen Leuten geben, dass es damit nicht getan ist. Das ist der erste Grundstein für eine tolle berufliche Karriere. Und ich habe es vorhin schon gesagt, lebenslanges Lernen ist heute angesagt bei diesem Wandel in der Wirtschaft. Da tut man gut dran, wenn man sich ein Leben lang weiterbildet. Und da stehen wir als IHK natürlich gern an der Seite. Ich bin die Selvinia Schmidt. Ich bin 23 Jahre alt und ich arbeite als Chemielaborantin bei der Kapp Chemie in Mielen. Mein Name ist Andreas Ivanov. Ich arbeite bei der Prohl Weltpapier GmbH und Co. KG in Main als Maschinenanlagenführer im Schwerpunkt Drucktechnik und Papierweiterverarbeitung. Ja, mein Name ist Lea Wengeroth. Ich bin 22 Jahre alt und habe meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht bei der Firma Fahrzeugbau Kempf GmbH in Bad Marienberg. Ja, mein Name ist Udo Schmitz. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma Philippine GmbH und Co. Technische Kunststoffe KG in Lahnstein. Waren auch schon ab und an mal bei der besten Ehrung hier bei der IHK vertreten. Freuen uns ganz besonders heute den zweitbesten Auszubildenden im ganzen IHK-Bezirk bei den Kaufleuten. Also ich fand es echt sehr schön, auch dass es gerade hier im Theater stattgefunden hat, weil es eher ein bisschen im kleineren Kreis war und sehr angenehm. Also heute Abend war sehr angenehm. Der Redner hat sehr schön den Abend geführt, hat auch ein bisschen lockerer gemacht dadurch. Also ich fand es sehr gelungen, vor allem mit den musikalischen Einlagen und auch die Moderation war sehr gut. Naja, wenn man einen der Besten dabei hat, ja, und immer wieder auch einmal jemanden, der geehrt wird mit der Prüfung, sind wir schon stolz auf unsere Ausbildung. Und insbesondere die Auszubildenden lernen für eine gute Prüfung. Also wir können das unterstützen, wir können die Voraussetzungen schaffen für eine gute Ausbildung. Aber am Ende muss man stolz sein auf die jungen Leute, die ja, so hervorragende Leistungen bringen. Also für uns als IHK ist die Bestenehrung eine Herzensangelegenheit, weil da im Endeffekt die Möglichkeit besteht, den ganzen Engagement und das ganze Herzblut der Auszubildenden entsprechend zu würdigen und zu wertschätzen und auch den nachfolgenden Generationen zu zeigen, dass es wichtig ist und dass es sich lohnt, in die eigene Zukunft zu investieren und dementsprechend auch eine Ausbildung zu machen. Und zwar mache ich aktuell den Ausbilderschein, den ADA-Schein, und dann werde ich mein Wissen an die kommende Generation weitergeben. Ja, also ich würde mich gerne zur Fremdsprachenkorrespondentin weiterbilden in Englisch und dann nächstes Jahr plane ich mit dem Betriebswirt anzufangen.